Ich befinde mich gerade in unserem Tiny House Badezimmer, den Raum, wo es visuell zumindest am ehesten vorangeht. Und wir haben diese Woche Folgendes gemacht. Ihr seht es vielleicht auch schon. Wir haben die Decke abgehangen. Und wie wir da vorgegangen sind, erfahrt ihr heute. Wir sind Ilan und Anja und wir haben uns heute mal wieder ein bisschen abgewechselt, weil wir glauben, es ist schön, das auch parallel gleich zu zeigen, was hier passiert ist. Wir bauen gerade unser Tiny House aus, wenn ihr uns schon länger verfolgt oder das Ganze auf Instagram auch mitbekommt. Und wir möchten ganz kurz darauf eingehen, bevor wir auf die einzelnen Arbeitsschritte eingehen, warum wir überhaupt die Decke abgehangen haben und hinterleuchtet haben, welche Vorteile wir darin sehen. Und ich glaube, das erste offensichtlichste ist, dass wir eine Beleuchtung gesucht haben, die diffus strahlt, die also den Raum indirekt erhält, ohne, wenn ich jetzt beispielsweise am Spiegel stehe, einen Schattenwurf zu erzeugen. Also wenn man jetzt mit Wandstrahlern arbeitet. Das hat uns optisch ganz gut gefallen. Die Schwierigkeit hier war allerdings, dadurch, dass gerade Ilan auch etwas größer ist, dass wir visuell nicht an Deckenhöhe oder an Räumlichkeit verlieren. Und da war dann der Gedanke zu sagen, okay, wir hängen die Decke ab, setzen hier eine Hinterleuchtung und lassen aber den Look der Balken weiterhin bestehen, dass wir die Weite erhalten, den Look des Holzes auch weiterhin betonen und trotzdem für gestreute Helligkeit sorgen. Natürlich mit Materialien, die sehr leicht sind. Nicht zu viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, weil wir hier wirklich den Fokus auch auf unsere Toilette und unser Waschbecken setzen wollen und trotzdem dafür sorgen, dass immer ein angenehmes Licht ist, welches auch im besten Fall dimmbar ist. Dafür haben wir uns natürlich dann auch entschieden. Das letzte und vermeintlich wichtigste Argument für das Abhängen und Hinterleuchten unserer Badezimmerdecke ist der Punkt Feuchtigkeit oder auch Luftfeuchtigkeit. Denn durch das Duschen entstehen hier natürlich ganz andere Dämpfe. Ja, wir haben direkt ein Fenster und ja, wir haben auch durch unser dezentrales Lüftungssystem einen direkten Ablüfter im Badezimmer. Das heißt, da haben wir schon aktiv vorgesorgt, aber die Feuchtigkeit dringt natürlich trotzdem ins Holz ein oder möchte nach oben kriechen und direkt über uns befindet sich das Schlafloft. Jetzt ist es so, dass eines unserer ersten Tiny House Bauprojekte der Bau unseres Schlafloftes war und wir unsere Holzplatten nicht in einem Federnutverfahren verlegt haben. Das heißt, durch die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsunterschiede entstehen größere sowie auch kleinere Lücken, sodass man manches Mal sogar durchgucken konnte. Und das wollen wir natürlich nicht, gerade wenn einer hier gerade geduscht hat und die ganze Feuchtigkeit nach oben zieht. Das heißt, wir wollten hier einfach nochmal eine zweite Ebene schaffen, um etwas zu schützen, haben allerdings hier auch nichts versiegelt. Das auch vorab zu sagen, wir haben die Hölzer lediglich grundiert und lasiert. Das heißt, die Hölzer können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Und selbst wenn etwas durch unsere Abhängung gelangt, kann es oben durch unser Paulownia-Holz auch im Schlafloft wieder abdampfen. Dafür haben wir also schon mal Sorge getragen, aber das war ein Punkt, um da einfach nochmal dicht zu machen, dass man eben auch nicht die Lücken an der Decke sieht, also ein optischer und funktioneller Grund. Übrigens, die Matratze, die sich dann ja über dem Loft direkt befinden wird, sie wird nicht direkt auf dem Holz liegen, eben auch aus den Feuchtigkeitsgründen, nicht nur, weil man durch den Schlaf ja auch Feuchtigkeit verliert, sondern auch wegen des Badezimmerdampfes. Und zwar werden wir unter unsere Matratze nochmal so eine Unterlüftungsmatte legen, dass da wirklich die Luft zirkulieren kann und wir nicht irgendwann Schimmelprobleme bekommen. Da haben wir also schon mal vorgesorgt. Kommen wir zu den Materialien, die wir verwendet haben. Einmal haben wir dieses wunderbare Dichtungsband, mit welchem wir die Lücken zwischen den Paulownia-Platten schließen konnten. Dann haben wir einmal diese Fensterdichtung hier verwenden wollen. Wir haben sie am Ende dann doch nicht genommen, weil die sollte hier zwischen Winkelleiste und Plexiglas. Nur das Plexiglas ist nicht schwer genug. Ihr seht schon, wie leicht wir das heben können. Ist einfach nicht schwer genug, um dieses Dichtungsband runterzudrücken und das sah einfach nicht schön aus. Also haben wir uns dagegen entschieden. Dann war ich schon beim nächsten Material, einmal diese Winkelleiste aus Kunststoff. Wir haben uns dafür einen weißen Mattenton entschieden. Einmal 1 cm und nur 1 mm stark. Dann haben wir noch diese LED-Leiste von IKEA. Auch so ein bisschen zweckentfremdet. Eigentlich für Küchen gedacht, ist aber das gleiche Funksystem, welches wir eigentlich auch schon für unsere Leuchten hier in Verwendung haben. Wir haben uns ja damals gegen den klassischen Schalter entschieden. Wir wollten eine dimmbare Lösung per Funk, um uns eben die Kabel zu ersparen. Und das, ja, kennt jeder, der schon mal ein Haus gebaut hat, dass man sich das auch ersparen kann. Kommen wir zu den einzelnen Arbeitsschritten. Der erste Arbeitsschritt war das Verkleben bzw. das Abdichten unserer Paulownia-Platten, damit auch keine Flüssigkeit mehr durchdringt. Und Anja hatte das ja schon erwähnt, dass man tatsächlich auch durchgucken konnte. Das fanden wir gar nicht so cool. Als das getan war, mussten wir die
Leisten erstmal abmessen, beziehungsweise die Fläche, die wir von links nach rechts in der Breite auch haben, und dann entsprechend mit einem Multitool diese Kunststoffleisten dann auch zuschneiden. Wir haben da eigentlich besser arbeiten können mit einem Multitool. Wir haben uns da gegen die Stichsäge entschieden. Das war einfach wesentlich sauberer. Bei den Winkelleisten kann man noch sagen, dass da sie aus Kunststoff sind und nur 1 mm stark, dass die nach circa 1 Meter auch durchhängen. Also man brauchte ziemlich viele Schrauben, um diese relativ gerade auch zu installieren, was ja auch okay ist. Am Ende haben wir wahrscheinlich dann doch nicht mehr so viel Gewicht gespart, wie wir dann ursprünglich wollten. Kommen wir zu unserem Plexiglas, unserem gegossenen Acrylglas. Der erste Fehler war, dass wir diese Platten dadurch, dass alle Räume oder Zwischenräume unterschiedliche Maße haben, leider auch falsch bestellt haben. Einmal in der Länge und einmal in der Breite. Der Fehler in der Länge war, dass wir uns irgendwie hier orientiert haben, obwohl die ersten zwei Platten eigentlich über die vollen 2,20 Meter gehen, die wir hier zur Verfügung haben und nicht hier schon enden. Und der zweite Fehler war, dass die Platte von der Breite zwar passgenau saß, aber das war ja nicht das Ziel, sondern das Ziel war, die Platte eben, nachdem die Winkelleisten schon verschraubt wurden, hier noch durchzukriegen. Und das war natürlich dann auch nicht mehr möglich. Das heißt, wir mussten einmal längs die Breite anpassen und die Platten kürzen. Das erwähne ich deshalb so genau, weil es uns, ich würde mal sagen, 3 Tage gekostet hat mit Abmessen. Aber es hat am Ende dann auch gepasst und funktioniert. Das Schöne ist ja, dass man alles, was hier hinter passiert, auch nicht mehr sieht. So, die LED-Leisten haben wir wie folgt montiert. Wir haben einmal diese Leisten hier verschraubt am Paulownia-Holz. Dann ließen sich diese relativ unkompliziert reinklicken. Und für die Kabel, diese mussten wir ja in den Technikschrank führen, haben wir entsprechende Löcher gebohrt mit dem 10er-Bohrer. Und so sieht es dann im Technikschrank aus. Hier kommen die einzelnen Kabel an. Die kann man hier ganz unkompliziert einstecken. Für die Fixierung der Kabel haben wir ja einfach Panzertape genommen. Das bot sich ja sehr, sehr gut an. Um das Acrylglas so lange wie möglich zu schützen, haben wir die Folie natürlich erstmal draufgelassen und ganz zum Schluss entfernt. Aber da wir ja auch keine Profis sind und nicht alles richtig und perfekt machen, gibt es natürlich auch Stellen, die nicht so gut gelungen sind oder wo wir noch ein bisschen nacharbeiten. Das Projekt ist also noch nicht zu 100% abgeschlossen, ich würde sagen zu 95. Wir haben nämlich, wie Ilan eben auch sagte, natürlich falsche Maße unseres Plexiglases, Acrylglases bestellt. Das heißt, die 2 Lücken in 2 Zwischenräumen, die sind noch zu schließen. Da haben wir einfach ein Holzbrettchen oder Ilan ein Holzbrettchen zugeschnitten und das eingesetzt. Sieht gar nicht so schlimm aus. Der letzte Punkt, dem wir uns früher oder später noch widmen müssen vor dem Duschen, ist die Abdichtung hinter der Dusche. Wir sind natürlich erstmal heilfroh, dass man die ganzen Leitungen und Rohre und Kabel nicht mehr sehen kann im Balkenzwischenraum. Aber man sieht auch eindeutig, wir haben noch eine kleine Lücke hinter der Dusche. Und das Risiko, dass dann doch ein paar Tropfen hinter die Dusche gelangen, ist noch gegeben. Also da müssen wir noch schauen, wie wir das optimal abdichten können. Wir haben also gestern Abend dann noch den Lichttest durchgeführt. Das ist jetzt bei Tageslicht natürlich nicht gut zu sehen. Deshalb haben wir es gestern Abend noch gemacht. Und wir sind mit dem Ergebnis so zufrieden. Wir haben zwar gemerkt, dass das Licht nicht ganz so diffus abstrahlt, wie wir es uns ausgemalt haben. Das liegt aber vermutlich auch daran, dass wir die Decke nicht allzu tief abgehangen haben und somit das Licht auch nicht breitflächig oder diffus abstrahlt. Also in den Aufnahmen sieht es noch extremer aus als live. Man sieht die Lichtleiste also nicht so dominierend, wie ihr das jetzt in der Aufnahme seht. Aber auch das kann man nach Bedarf nachrüsten. Wir sind sehr stolz auf unser Ergebnis und sind total happy und freuen uns, bald das Licht jeden Tag ein- und auszuschalten. Es ist die erste Lichtquelle in unserem Tiny House ohne externen Strom oder Verlängerungskabel. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen da, abonniert unseren Kanal und aktiviert das Glöckchen, damit ihr auch die kommenden Videos nicht verpasst. Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche auch wieder einschaltet und sagen bis dahin Tschüss.